Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Ja, Freunde. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Temperatur, weil der vulkanische Winter ist da. Das heißt, wir stellen das hier mal ein bisschen hoch. 28 Grad vielleicht erstmal. Ja, das wäre schon mal Nummer 1. Dann hoffe ich, dass hier die Bauteile mal zeitnah kreiert werden. Wer ist denn da dran? Snipe. Aber Snipe ist auch unser Forscher, richtig? Nee, Mispy. Mispy ist eigentlich Forscher. Snipe ist ja doch Second-Forscher. Ersatzforscher. Weil er sich grundsätzlich um Handwerk kümmern soll, ne? Ja, das macht Gavriel auch. Miss B. Okay. Na gut, schauen wir mal. Ansonsten wäre noch eine zweite Heizung nicht schlecht. Ist nicht so einfach. Und wir müssen mal hier die Falle abreißen. Wenn hier mal jemand durchgeht, wird es sonst problematisch. So. Dann wäre ich mal dafür, ein paar Hühner zu schlachten. Weil davon einfach zu viele kommen. Und wir brauchen natürlich ein kleines Lager. Warte mal, Tiergebiet Hühner. Hühner machen wir mal wieder ein bisschen kleiner. So, ja, dass die Hühner da mal wieder da runter sollen. Und wir machen hier eine kleine Lagerzone. Vielen Dank für den Hinweis. Für das Heu, beziehungsweise, warte mal, alles löschen. Nahrung, Nahrung, Trockenfutter, ja. Trockenfutter bevorzugt oder so. Ja, das Trockenfutter müsste ja jetzt hier drin sein. Das heißt, wir müssen es hier auch raus machen, ne? Okay. Ich hatte ja die Vorstellung, ja, so Hühner, die fressen doch auch die Sachen vom Boden und vom Feld, ja? Also können die hier Mais fressen und Heu fressen, wenn sie es gerne möchten. Aber die Idee hat nicht so funktioniert. Man braucht ein Lager und dann... Okay, wir haben hier den guten Evan von der Historikerstadt, mit dem wir sicherlich auch mal handeln können, wenn er kommt. Das finde ich gar nicht verkehrt. So, die Falle ist deaktiviert, damit die hier durchgehen können. Nicht, dass sich da noch irgendjemand irgendwas abschneidet. Das finde ich nicht so cool. So. Gut, unsere Lämpchen bringen uns hier zumindest... Ja. So ein bisschen Licht. Nur mit einem Antrieb kann ein Raumschiff bewegt werden. Schiff Antimaterieantrieb. So, dann machen wir als nächstes mal ein bisschen Energiewaffen. Ja? Machen wir mal Energiewaffen und gucken uns natürlich auch nochmal an das Triebwerk hier. Brauchen wir auch Bauteile für. Aber sonst ist das gar nicht so verkehrt. Ja? Hier die Waffe wäre nochmal nice. Bauteil wäre nice. Und hier wird wieder gutes Essen an die Hühner verfüttert. Nun ja. Hier haben wir mal ein geschlachtetes Huhn. Sehr gut. Geschlachtetes Küken und noch ein Küken. Prima. So, wird hier mal ein bisschen aussortiert. Ja. Ach so, das Muffalo. Wie sieht's denn da aus? Jo. Wir sind dabei. Hier müsste eigentlich dann ein bisschen Trockenfutter hinkommen. Das wir ja hier herstellen. Produziere, bis du 20 hast, ne? Genau. Wir haben aktuell 8. Es wird hier ein bisschen Milch genommen, Fleisch genommen, sehr gut. Und es gibt eine leckere Mahlzeit. Sehr schön.
Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Präzisionsgewehr. Ein schäbiges Präzisionsgewehr. Aber es ist ein Präzisionsgewehr. Und jetzt habe ich verdaddelt hier zu handeln, oder was? Gibt's doch nicht. Leute, wartet mal noch. Wartet doch mal. Oh, die sind aber schnell wieder weg, oder? Ah, das kann ich knicken, Freunde. Gut. Oder auch nicht gut. Aber eigentlich okay. Wir sind ja eigentlich ganz gut ausgerüstet. Gut, Bauteile, das geht ein bisschen schleppend voran aktuell. Das stimmt. Hier mit den Wänden, das passt eigentlich. Wieso ist hier eigentlich eine Autotür, sag mal? Das ist ja ein Fehler. Meinerseits. Keine Ahnung, wollte ich nicht. Irwin, genau, mach das mal. Danke. Guck mal, und da haben wir dann schon wieder ein Bauteil übrig, was wir benutzen können für Temperatur mal hier eine Kühlung, oder? Wenn das eingesammelt wird. Der Ortschan sammelt es ein. So, das hauen wir mal hier hin, ha? Hier hin. Okay? Okay. Oh. Der Hofer baut das. Wird natürlich der Snipe wieder gestört jetzt in seinem Schlaf. Wie lange soll denn dieser vulkanische Winter noch dauern, sag mal? Eine Woche oder Monate? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Warum liegt hier Müll rum? Okay, wer ist untätig? Der gute Hofer, ja, ist klar. Das ist klar. Wobei der hier auch wieder ein bisschen was erntet und hier reinschleppt. Wunderbar. Spear. Gut, guck mal, hier haben wir einen schönen Langbogen. Ja, ich weiß, wir sollen auch die Funkgeschichten mal einschalten. Ah, guck mal, hier ist noch eine Sandsteinskulptur überlegen. So, wir gehen hier mal auch hoch auf, naja, knapp unter 30 vielleicht, hä? 28. Fände ich mal eine gute Idee. Mal 15 Grad, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben tagsüber auch außen 20, also das passt schon. Hier die minus 10 halten sich tapfer. Zumindest in dem Moment, wo wir Strom haben. Und es kommt wieder eine Besuchergruppe. Und das ist doch fantastisch. Gucke mal hier. Sehr gut. Können wir doch da nochmal gucken, ob wir da mit dem Snipe ein bisschen was handeln können. Kommt der Snipe dir mal entgegen. Schunar, oder wie heißt der? So, Snipe. Leg mal los. Und ab geht's. Jawohl. Die würden auf jeden Fall mal Bier von uns kaufen wollen. Das ist doch schon mal nice. Haben aber sonst nicht viel zu verkaufen, ne? Die sind Pemmikan. Eine nahrhafte und haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und pflanzlichen Zutaten. Schmeckt nach nichts, aber nicht abstoßend. Boah, brauchen wir nicht. Überlebensration brauchen wir auch nicht. Sonst haben die nichts weiter, ne? Naja, zumindest hier mal so ein bisschen Bier. 50. Dass wir sie um ihr Silber erleichtern können, oder? Und dass sie ein bisschen Spaß haben, das machen wir mal. Kommt ein bisschen Silber rein. Könnte man sich fast nochmal überlegen, ob wir hier diese Silberfliesen bauen. Sonnenfinsternis, ist doch prima. Eine Sonnenfinsternis hat begonnen. Gar kein Problem. Jo. Und der gute Snipe wird sich hier nochmal jetzt ransetzen. Bauteile, Bauteile, Bauteile.
Gucke mal, haben wir hier schon ein bisschen Trockenfutter? Nein. Ach ja, Holzhacken. Holzhacken ist immer eine gute Idee, ne? So. Okay, die Besucher verlassen die Kolonie. Bla bla bla, genau, okay. Ach so. Ah, das Ding war ja, ja, war Quatsch, gebe ich ja zu. War mal so zum Probieren, ha? So, wenn uns jetzt nachts jemand angreift, dann haben wir natürlich auch ein fettes Problem. So, ein Bauteil ist fertig. Sehr gut. Ein Bauteil haben wir auf jeden Fall. Aber wir brauchen mehr Bauteile. So, hier haben wir auch eine schöne schiefe Tür von Pisa. Sehr gut. Und die Dinger produzieren natürlich hier, aber nicht bei weitem nicht ausreichend, ne? Ist ja auch unsere... Doch, hier haben wir noch eine Stromquelle. Oder... Zeugte Leistung 3600 Watt. Warte mal. Ja. Reicht halt auch nicht, ne? Küken von Puma angegriffen und zerfleischt. Okay. Hauptsache der Puma greift nicht noch unseren kleinen Muffalo an. Hm? Ein paar Hühnchen kann er sich mal schnappen. Aufgabe Ende. Sue Jacket. Eine Jacke ist fertiggestellt. Das ist ja fantastisch. Wie viele Aufgaben gibt es denn hier noch an der Nähmaschine? So, ist alles fertig eigentlich, ne? Dann können wir doch die Nähmaschine wieder ausschalten. Und was macht der gute Snipe? Produziert Bauteil. Das finde ich auch spitzenmäßig. Oh, ein Stück Raumschiff. Okay, das ist auf jeden Fall mal ganz. Das können wir uns holen, oder? Das können wir abreißen. Könnte zum Beispiel ein paar Bauteile geben. Ja, ja, gucken wir uns mal an, was der Adrian da rauskriegt. Das ist ja aufgeschlagen, die sind tot. Guck mal, Stahl und Bauteil. Doch schon mal cool. Sehr cool. Genau, wunderbar. Sonnenfinsternis ist auch vorbei. Auch schön. Es kommt immer alles Schlimme auf einmal. Und dann kommen auch wieder die guten Sachen. Ha? Sonnenfinsternis vorbei. Und wir kriegen ein bisschen Strom in unsere Batterien. Sehr gut. So, Nahrungsmittel, das läuft eigentlich. Das ist okay. Ja. Mit unseren Krankenbetten sind wir auch ganz gut dabei. Ein drittes wäre noch nice. Geht aber im Moment nicht. So. Raumschiffbau kommt nach und nach. Aber erstmal mehr Strom, ne, Freunde. Erstmal mehr Strom. Das bedeutet, wir werden uns Schiefer. Haben wir denn noch ein bisschen. Hätten wir noch Granit übrig? Ja, hätten wir auch noch, ne? Aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Naja, doch. Granit ist ein bisschen haltbarer. Dann bauen wir hier noch ein Geothermie-Kraftwerk jetzt, okay? So, Strom. Geothermie-Kraftwerk. So, das kommt hier direkt drauf. Und drumherum kommt einfach mal eine Granitwand. Ach Quatsch. Eine Wand aus Granit. So. So, und eine Granittür. Und ein bisschen Strom. Leitungen natürlich. So, okay.
Wär ich's mit zufrieden. Könnte man natürlich überlegen, ob man ihr das auch gleich noch mit sich holt, oder? Strom ist sowas von wichtig. Und Geothermie ist auch eigentlich eine feine Sache, ehrlich gesagt. Sechs Kolonisten untätig, das ist natürlich nicht so schön. Ach komm. Egal. Wir brauchen doch auch fürs Raumschiff. Nachher brauchen wir auch Strom. Von daher machen wir das mal so. So. Und dann noch eine kleine Tür. Für den Fall der Fälle. So, okay. Okay. Gut, auf dass unsere Batterien hier mal wieder aufgeladen werden. So, vulkanischer Winter, aber was? Giftiger Niederschlag, das ist ja nicht so schön. Was bedeutet das? Eine Giftwolke über der ganzen Region. Jede Person und Kreatur, die nicht von einem Dach geschützt wird, wird sich langsam vergiften. Es wird für ein paar Tage oder bis über einen Monat anhalten. Ach du Sch. Heibenkleister. Leute. Huiuiuiuiui. Was machen wir denn da? Und wenn die so kurze Wege gehen, das müsste doch eigentlich okay sein, oder? Eieieiei. Naja, wir müssen ja die Dinger jetzt auch mal bauen. Oder bin ich ja gespannt, Freunde. Da bin ich ja gespannt. Vielleicht sollten wir dann hier. Hier müsste eigentlich. Ist hier, glaube ich, Dach. Oder nur hier nicht. Warte mal. Ich glaube, ja, hier ist kein Dach. Hier ist kein Dach über dem Raumschiff, logisch. Der Rest müsste eigentlich, könnte überdacht sein. Hier. Boah, sonst bauen wir da einfach ein Dach. Ist ja kein Problem. So. So. Und dann machen wir da mal ein Dach hin, oder? Der hier das Bier machen kann. In aller Ruhe. So, der rennt ja jetzt draußen rum, ne? Weil der den Generator auffüllt. Fütterte Henne mit einfacher Mahlzeit. Alter Falter. Gut, wenn wir die hier im Schlafzimmer schlachten, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Aber sonst will ich die Hennen hier eigentlich nicht mehr haben. Wobei ja auch kein Trockenfutter offensichtlich aktuell produziert wird. Haben wir nichts an Trockenfutter. Könnte man halt gut aus dem Heu machen, ne? Kartoffeln. Vergiften sich denn jetzt unsere Pflanzen auch? Ich hoffe mal nicht. Oh, ein Biber. Oh, eine Gruppe Alpha-Biber ist aufgetaucht. Ja, sollen sie hier mal. Ach, da habe ich jetzt. Die können da erstmal ein paar Bäume sich. Oder vermehren die sich immer weiter? Muss man das Problem sofort angehen? Natürlich eine ganze Menge, ne? Na gut, wir bauen uns hier unsere Kraftwerke. Das macht der gute Irwin. Ja,
Macht er nicht mehr. Ruht sich jetzt mal ein bisschen aus, okay? So, hier müsste ja auch ein Dach sein, oder? Ja, man kann ja einfach nochmal... Pass mal auf. Da ein Türchen reinmachen. Dann ist das Ding auch überdacht. Hoffe ich. Wahrscheinlich kriegen wir gleich die erste Meldung, dass jemand strahlenvergiftet ist. Was natürlich fantastisch wäre. So, hier wird gebaut. Okay. Alpha Biber rächt sich. Oh. Oh. Was macht sie denn? Oh, ab, Erin! Was macht die denn da unten, sag mal? Das gibt's doch nicht. Alter Falter. Okay, Freunde. Auf jeden Fall etwas, um das wir uns das nächste Mal kümmern müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.